Darum soll es heute gehen. Selbstheilung für Anfänger. Das ist die Stufe 1. Es gibt bei der Selbstheilung mehrere Stufen. Es geht Anfänger, Fortgeschrittene und Experten. Und wir fangen jetzt erstmal an, sodass wir ein bisschen wissen, worum geht es denn überhaupt. Diese Grafik wird uns so ein bisschen durch das ganze Seminar und das ganze Webinar begleiten. Es gibt immer einen Startpunkt, wenn jemand krank ist, sich nicht gut fühlt. Und dann wird er sich einer Behandlung unterziehen und dann geht es so zu einem Punkt, wo es dann so ganz okay ist und da hören viele auf. Und ich möchte sie dazu verführen, dass sie weitergehen, dass sie Richtung, wow, zu einer robusten, stabilen Gesundheit gehen. Das ist sozusagen unser Auftrag für heute. Und die Frage heißt, wie kann ich meine körperliche und geistige Gesundheit wiederherstellen, erhalten oder vielleicht sogar steigern? Vor dem richtigen Webinar gibt es immer einen Disclaimer, dass das, was ich hier mache, keine Behandlungen ersetzt, keine psychologischen, keine ärztlichen Behandlungen und sowas. Das muss man immer machen, damit dann niemand einen quer reinfährt. Das ist schade, aber es ist halt, muss halt sein. Wird auch mit aufgezeichnet. Wer den Disclaimer nicht in der kurzen Zeit lesen kann, hat die aufzuhalten. So, jetzt würde ich gerne mal euren Wachheitsgrad testen. Annas Vater hat 5 Töchter und die heißen Lana, Lena, Lina, Lona und wie heißt die fünfte? Und wenn ihr Lust habt, schreibt mal in den Chat rein, wie die fünfte Tochter heißt. Also Lana, Lena, Lina, Lona sind die 4 und die heißt die fünfte. Da gibt es ein paar Profis dabei, sehe ich schon. Also Luna oder Anna, ne, diese beiden Möglichkeiten gibt es da immer. Es war die Anna, klar, weil es Annas Vater war. Ne? Also wer jetzt da Luna gedacht hat oder geschrieben hat, der darf noch ein Glas Wasser trinken. Aber ich habe noch eine zweite Aufgabe. Die Anna kennen ja schon viele, aber das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich neu. Eine Kerze und ein Kerzenständer kosten zusammen 1,10 Euro. Und die Kerze kostet 1 € mehr als der Kerzenständer. Was kostet Kerze und was kostet der Kerzenständer? Die meisten, ja, also 1,10 ist die Summe und 1 € mehr kostet die Kerze. Das sagen die meisten, ne, die vermuten 1 € und Kerzenständer 1,10, aber das ist falsch. Weil wenn die Kerze 1 € kostet und ein Kerzenständer 10, dann ist die nur 90 Cent teurer, kein 1 € und ansonsten würden die zusammen zwar 1,10 kosten, aber das ist halt falsch. Ne? Das ist die Frage, was kostet die Kerze, was kostet der Kerzenständer? Das hat damit zu tun, dass wir ein schnell denkendes Hirn haben und ein langsam denkendes Hirn. Das schnell denkende Hirn wird sofort auf 1 € und 10 Cent kommen und das langsam denkende Hirn sagt, Moment, da ist doch noch was anderes zu berücksichtigen und dann kommt man hier auf 1,05 € und 5 Cent und zusammen machen die 1,10 € und die Kerze ist tatsächlich 1 € teurer als der Kerzenständer. Aber das war jetzt mal so ein bisschen zum Wachwerden, weil wir brauchen nämlich unseren analytischen Verstand. Vielleicht 2, 3 Worte zu mir. Ich bin Volker Meißner, ich bin seit über 40 Jahren Arzt mittlerweile. Ich habe vor 50 Jahren Abitur gemacht. 50 Jahren. Mit dem Studium auch begonnen. Also, bin Besitzer oder Leiter einer Praxis für Ganzheitsmedizin hier in Königswinter in der Nähe von Bonn. Beschäftige mich viel mit Medical Coaching, weil zu mir sehr viele Patienten kommen, die in der Schulmedizin nicht mehr richtig weiterkommen. Ich habe Bücher geschrieben, das sieht man hier oben. Absicht gesund, da gibt es die zweite Auflage mittlerweile. Und dann die Lizenz zur Selbstheilung ist 2021 herausgekommen. Und das erste Buch ist auch auf Französisch übersetzt worden. Ich bin leitender Arzt eines Zentrums für ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, mit Absicht gesund. Das ist einfach so unser Motto hier, mit Absicht gesund. Und ansonsten bin ich noch Präsident der Deutschen Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. Beschäftige mich also wissenschaftlich auch so mit dem Thema Energiemedizin, Informationsmedizin. Das, was ich Ihnen heute erzähle, ist meine Sicht.
der Dinge. Es gibt sicherlich andere Auffassungen davon. Aber das, was ich vorbringe, ist halt meine Sicht. Und ab und zu braucht man jemanden, der einem sozusagen den Blick hinter das eigene Horn so ein bisschen freigibt. Hat jeder sicherlich auch einen. Ob man es dann immer will, diese Ansichten anders, aber Möglichkeiten gibt es. Anfangs von Covid, also sind 2, 3 Jahre her, wurde mal, nicht nur 2 Jahre wieder her, wurde eine Untersuchung gemacht durch die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Und die haben gesagt, wie fühlen Sie sich? Welche Gefühle kommen jetzt bei Ihnen hoch anlässlich von Lockdowns und was da alles damals schon war? Und wir sehen hier so eine, ja, relativ unterschiedliche Liste mit Unsicherheit, aber auch mit Dankbarkeit, mit Gelassenheit und Entschleunigung, aber auch mit Einsamkeit und mit Angst. Also jeder hatte andere Gefühle damit. Das liegt halt daran, dass wir völlig unterschiedliche Lebensläufe haben, Erfahrungen, Traumata. Und man kann aus so einer Situation in beide Richtungen gehen. Und das liegt daran, deswegen das Bild links oben, dass wir immer von dem ausgehen, was wir denken und uns entsprechend fühlen. Es ist nicht so, dass wir von einem Gefühl immer nur überrascht werden. Wir haben vorher was denken müssen, dass dieses Gefühl sozusagen in uns entstehen lässt. Diesen Denkprozess kriegen wir nicht immer mit, aber er ist Voraussetzung für die Gefühle. Und wenn einer sich immer wieder in so einer Gefühlsfalle wiederfindet, dann muss er darüber nachdenken, was habe ich da wieder für einen Blödsinn gedacht? Warum bin ich in diese Falle wieder reingeraten und fühle mich jetzt schlecht? Und das Entscheidende ist, was kann ich anders tun? Was kann ich anders machen? Um da rauszukommen. Und das heißt, ich muss einen neuen Weg einschlagen und muss den ganzen alten Trott einfach gut einfach nehmen, sein lassen. Und dazu lade ich ein, dass wir vieles mal neu bedenken. Und dazu gibt es dieses schöne Beispiel, wenn jemand sagt, du bist perfekt so wie du bist und du bist genau dort, wo du bist, weil du so bist, wie du bist, dann fühlen sich manche so ein bisschen angegriffen, beschuldigt oder ne, fühlen sich schuldig, dass sie da sind, wo sie sind. Das hat mit Schuld nichts zu tun. Das ist einfach das Ergebnis unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben und die haben wir getroffen, weil wir so sind, wie wir sind. Und wenn uns der Zustand nicht passt, in dem wir jetzt sind, dann müssen wir halt was ändern. Das geht auch. Aber ich sage mal, in bestimmten Bereichen, also jeder kann sich innerhalb seines Charakters verändern, optimieren, aber er kann nicht den Charakter großartig verändern. Und deswegen das Beispiel mit den beiden Pferden hier. Also der Traber im Sulky, der ist halt schlank und rennt. Dafür ist er auch sozusagen eingesetzt und gemacht. Und das Kaltblut, das zieht diese schweren Stämme aus dem Wald, hat viel Kraft, aber das Kaltblut würde sich im Sulki nicht wohlfühlen. Und ich glaube, der Traber auch nicht, wenn er länger als einen Tag lang da irgendwelche Baumstämme schleppen müsste. Also sollte man schon in dem Charakterbild bleiben, wie wir sind, und uns in diesem Bereich optimieren. Da gibt es genug Möglichkeiten, genug Gelegenheiten, das zu tun. Aber im Management wird einem oft versprochen, du musst dich nur richtig anstrengen und das machen, dann kannst du dich so verändern, wie du willst. Das halte ich mittlerweile nach 30 Jahren Klinik ziemlich für ausgeschlossen. Innerhalb der Prägung, ja, sofort. Man kann bestimmte Sachen sich abgewöhnen, die einem nie gehört haben, die einem so komischerweise anerzogen worden sind. Der Mensch kommt relativ frei und unbescholten zur Welt und dann mit dem Zeitpunkt, wo er erzogen wird, geht das Chaos los. Ja, da spielt der eigene Lebensplan dann nicht mehr so groß eine Rolle, dann wird man eben erzogen, so wie die Eltern oder wer auch immer das will. Und dann ist man in der Klinik oft herausgefordert und sagt, wie hätte sich denn dieser Mensch entwickeln können, wenn da nicht ständig einer erzieherisch eingegriffen hätte. Also Traber bleibt aber Traber, Kaltblut bleibt Kaltblut. Deswegen spreche ich auch von Persönlichkeitsentwicklung und nicht von einer Persönlichkeitsveränderung. So, jetzt sind wir wieder bei dieser Kurve, die ich vorhin schon mal angesprochen habe.
Jeder fängt bei 1 an. Das ist natürlich sehr individuell, was jemand für minus 100 für sich da einstellt. Also wenn jemand eine Krebsdiagnose hat, ist das vielleicht was anderes wie einer, der chronisch krank an Asthma ist oder ein Rheumatiker, sieht das vielleicht auch anders. Aber jeder fängt bei seinem persönlichen minus 100 an. Und dann gibt es eine Kurve. Und diese Kurve geht halt durch Punkt 2 und 3, wo es besser geht und wo man sich so wieder so lala, so ganz okay, ja, damit kann ich leben, fühlt. Und dann hören viele auf und folgen dieser violetten Linie. Ich möchte mich mal bitten, dass eure Mikrofone stumm schalten, sonst gibt es ab und zu mal so Rückkopplung. Ich fange damit an, herauszufinden, wo stehe ich? Was macht das Leben gerade mit mir? Was ist das, was ich an meinem Leben gerade auszusetzen habe? Wo verändert die Krankheit oder das, was mich gerade bedrückt, meine Lebensqualität? Worin fühle ich mich eingeschränkt? Was fehlt mir sozusagen? Und wenn ich bei der 3 mich entscheide, nicht dieser violetten Linie zu folgen, also nichts zu tun und wieder bei minus 100 zu landen, dann habe ich die Möglichkeit, einen stabil, einen besseren Zustand und eine robuste Gesundheit zu erreichen beim Punkt 5. Da hinten habe ich eine Art Gesundheitsrücklage, so ein Gesundheitsdepot aufgebaut, Resilienzdepot, und da kann mir dann schon mal nichts passieren. Wenn ich aber jetzt bei der 1 bin und mich dafür entscheide, geheilt zu werden, dann kommt ein ganz interessanter Aspekt mit rein. Und den hatte schon der Urarzt schlechtweg, hat es schon drauf gehabt. Das war der Hippokrates. Wenn ihr sein Mikro an die Anna, ihr Mikro. So. Der Hippokrates hat gesagt, bevor du jemanden heilst, frage ihn doch, ob er gewillt ist, das aufzugeben, was ihn krank gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Wenn also jemand abnehmen will und sagt, aber auf meinen Käsekuchen oder auf meine Pommes Mayo will ich nicht verzichten, dann wird das Ganze schon mal ein bisschen schwieriger. Das spricht jetzt noch nicht so für den großen Heilungsansatz. Deswegen mal überprüfen, ob die Veränderungen, die ich vielleicht brauche, um geheilt zu werden, mich nicht überfordern. Und das ist eine der ersten Fragen, die ich meinen Patienten stelle oder die ich bitte, meine Patienten zu beantworten. Warum wollen sie denn überhaupt geheilt werden? Und da kommt dann oft, es ist doch normal, dass man gesund sein will. Das kann schon sein, aber warum wollen Sie konkret geheilt werden? Das ist eine starke Diskussion oft, weil niemand sich mit dieser Frage wirklich auseinandergesetzt hat. Und wenn jemand aus einer Krankheit einen Vorteil zieht, weil er zum Beispiel aus einem Job rausgekommen ist mit Fibromyalgie oder was auch immer, dann wird er sich nicht heilen lassen, wenn die Gefahr besteht, dass er so gesund wird, dass er zum Job zurück muss. Habe ich immer wieder bei Lehrern zum Beispiel, die für 2, 3 Jahre berentet werden, um gesund zu werden, und dann wird nachgeprüft, ob sie denn wieder fit sind, um zu dem Job zurückzukommen. Und da sagt das Unterbewusstsein, wir haben uns die Krankheit gesucht, weil wir da raus wollen. Also wir werden uns jetzt nicht heilen, um da wieder hinzukommen. Das ist zum Beispiel so eine Brücke, die man überschreiten muss. Wenn ich geheilt werden will, muss ich sozusagen in die Konsequenz mit einstimmen, dass ich mich aus dem Schuldienst permanent abmelde und im Zweifelsfall kündigen muss, was dann wieder soziale Einkommenssachen nach sich zieht. Aber das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. So, wenn ich beim Punkt 3 bin, das heißt, mir geht es dann schon wieder so ganz gut, da braucht man eigentlich keine Therapie mehr, da kann man das schleifen lassen, dann ist man halt bald wieder unten, oder man kann sagen, jetzt geht's richtig los und jetzt will ich es wissen, jetzt will ich Richtung, ja, glückliches Leben davon donnern. Wenn man da nichts macht an der 3, das ist wie jemand, der immer im Dispo ist, dann im Dispo ausgleicht und nicht lernt, Geld zu behalten, der wird wieder im Dispo landen. Das ist absehbar. Und so ist es bei der Gesundheit auch. Da wird er dann gelöscht, wenn es brennt, und dann macht man wieder nichts, dann brennt es wieder, und dann wird wieder gelöscht, wenn es brennt. Das sind diese Feuerwehrtherapien. Das ist nicht so mein Ansatz. Also ich bin da jetzt kein Freund davon, dass diese Patienten
lasse ich dann auch gerne mal von dem anderen behandeln. Da muss ich mich einmischen. Ich empfehle immer und schlage immer vor, Richtung 4 und 5 zu gehen, also wirklich das glückliche Leben im Sinn zu haben und nicht nur die Gesundheit. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, wo sich das unterscheiden könnte. Ich musste ja die Frage auch beantworten, was mache ich, wenn ich geheilt bin? Ja, was mache ich denn da? Was ist denn da anders? Und das muss ich mir bei der Punkt 1 eigentlich schon stellen, spätestens bei 3. Wenn ich bei 3 das nicht beantworten kann, wird es schwierig, zum Punkt 5 zu kommen, also richtig, richtig geheilt zu werden. So, und wenn ich dann geheilt bin, ja, dann geht es erst richtig los. Und bei der Kurve da oben steht zwar Ende, aber das ist nur das Ende der Kurve. Das ist nicht das Ende sozusagen des ganzen Prozesses, sondern da oben geht es erst los. Diese Kurve ist vergleichbar mit dem Führerschein. Der Führerschein ist mit der Prüfung zu Ende sozusagen und dann darf ich halt fahren, oder? Das Abitur könnte auch da oben sein, die 5, ne? Das Ende der schulischen Ausbildung und dann geht das Studium los. Hier ist das Ende der Heilungsreise und dann geht das glückliche Leben los. Das ist so mein Ansatz. Nur was muss man dazu tun? Man muss halt die richtigen Dinge tun. Das ist im Leben halt so. Man muss die richtigen Dinge auch in der richtigen Reihenfolge tun. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen mit anschauen. Das ist jetzt mal ein Bild von einem Hologramm. Ich glaube, das kennt jeder. Ein Hologramm mache ich sichtbar, indem ich da Licht hinbringe. Und je nachdem, wie das Licht einfällt, sehe ich unterschiedliche Sachen. Von demselben dreidimensionalen Gebilde, das ich hier in einer zweidimensionalen Scheibe habe, bekomme ich unterschiedliche Blickwinkel mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, wenn ein Therapeut diesen Patienten, der da in dem Bild drin ist, von unten anschaut, dann sieht er ein anderes Ergebnis als einer, der das vielleicht von oben das Licht einfallen lässt. Also es kann sein, dass zwei Therapeuten zu völlig unterschiedlichen Aussagen kommen, obwohl sie den gleichen Patienten betrachten, nur weil sie einen anderen Blickwinkel haben. Und ich habe mit den 30, über 30 Jahren, die ich das hier mache, meinen speziellen Blickwinkel gefunden, um herauszufinden, warum Menschen krank sind. Ich lasse mich also von dem oberflächlichen Bild nicht mehr so täuschen. Wir gehen dann schon mal gerne ein bisschen in die Tiefe. Und ich sage, zu mir kommen Patienten mit langer Krankheitsgeschichte, da muss ich nicht großartig an den Symptomen rumbasteln. Das ist jetzt wieder mal ein kleiner Test. Da gibt es aber kein richtig und kein falsch. Also nicht denken, dass das hier eine Prüfung ist. Ich würde mich gerne interessieren, wer sieht diese Dame im Uhrzeigersinn sich drehen, also rechts rum, und wer sieht sie links rum drehen? Also bitte mal ein R für rechts rum und ein L für links rum drehen, reinschreiben. Es gibt kein richtig, kein falsch. Also der eine sieht so, der andere so. Dann haben wir rechts, rechts. Noch ein rechter. Erstmal mein linker, jawohl. Also wie gesagt, es gibt wirklich kein richtig und kein falsch. Der eine sieht es eben so oder andere so. Und wenn man es genau nimmt, bewegt sich dort auf dem Bild nichts. Das sind einfach Pixel, die sich verschieben und diese Bewegung macht unser Kopf. Wir haben 2% Aufnahme und 98% Verarbeitung im Kopf. Und diese Drehrichtung ist, hängt ja, genau, erst rechts, dann links, genau, das kann man mal wechseln oder mal eine Zeit lang links und dann wieder rüber. Und wer so mit der Dame längere Zeit lebt, der kann die sogar steuern. Der kann sogar sagen, mach mal links rum, jetzt mach mal rechts rum. Das hängt davon ab, mit welchem Hirnhälfte ich quasi hinschaue. Und die Rechtshirner, die eher analogen, emotionalen Menschen, die sehen sie rechts rumdrehen. Und wer eher so sachlich, digital rangeht und messbare Sachen macht, der sieht sie links rumdrehen. Und manchmal dreht sie sich auch andersrum. Manchmal dreht sie sich plötzlich mittendrin um. Das ist, weil ich dann meinen Fokus so ein bisschen anders setze. Also nichts sagt, kein richtig, kein falsch. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Und je nachdem, wie gestresst man ist oder wie entspannt man ist, kann es auch sein, dass sich die Dame mal links dreht, mal rechts. Und so ist es aber auch im richtigen Leben. Also manchmal sehen wir die Sachen anders, obwohl sich nicht die Sachen verändert haben, sondern nur unser Blickwinkel oder unsere Einstellung, unsere Entspannung. Also nicht immer glauben, dass wir alles wissen müssten, warum die Realität, die sogenannte Realität, so ist.
Denn jeder von uns hat bei dieser Dame eine unterschiedliche Realität. Und das geht damit los, dass da überhaupt keine Dame ist, sondern sich irgendwelche schwarzen Punkte auf einem flachen Bildschirm hin und her bewegen und wir glauben, das ist ein Mädel und die dreht sich. Also das ist eine völlige Illusion, aber wir behaupten, wir sehen da eine Dame, die sich dreht. Und so gehen wir halt auch mit dem Leben um und das ist ein bisschen tricky manchmal. Und das manchmal kann man sogar von diesen Fehleinschätzungen, von diesen Illusionen krank werden. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, diese Illusionen, die viele in ihrem Leben als Realität mitgenommen haben, aufzulösen. Blitzartig. Puff. Geht manchmal innerhalb von ein, zwei Sitzungen, sind da plötzlich Illusionen weg, die 50 Jahre bestanden haben. So, das ist, die hat sich jetzt lange genug gedreht. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben ja jede Menge Bewusstsein und wir haben sozusagen zwei große Bereiche des Bewusstseins. Und das eine ist das Wachbewusstsein oder der Verstand, wie auch immer man das dann nennt. Und das andere ist das Unterbewusstsein. Und jetzt nehmen wir dieses Beispiel eines Eisbergs. Das kennt, glaube ich, jeder, dass da 90, 95% unter der Wasserlinie sind und vielleicht 5, maximal 10% oberhalb. Und das ist auch ein gutes Beispiel für unsere Bewusstseinszustände. Also das Wachbewusstsein, das ist oben mit 5 bis 10% und dazu gehören unsere Ziele und unsere Absichten, die Rituale, die wir irgendwie gemacht haben und unser Weg zu fokussieren. Und auf der rechten Seite gibt es natürlich auch was, das sind die wilderen Sachen. Das sind die Glaubenssätze, das sind die Gewohnheiten, unsere Süchte, unsere Traumata, unsere Prägungen, die wir da haben. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, in welche Richtung driftet der Eisberg? Wird der Strömung, der starken Strömung von rechts folgend nach links weggehen oder dem Wind folgend nach rechts sich bewegen? Auch hier bitte mal ein links, wer der Strömung folgt, also der Eisberg geht nach links wegen der Strömung und schreibt ein R rein, wenn ihr glaubt, dass der Wind den Eisberg nach rechts treibt. Da ist ein Links. Noch ein Links. Noch ein Links. Also die meisten, also eigentlich immer so das, ne? Die starke Strömung hat einfach mehr Kraft als der Wind. Und wenn ich jetzt tatsächlich diesen Eisberg bewegen will mit meinem Willen, dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich schließe mich der Strömung an und vergesse meine Rituale und meine Intentionen und drehe die halt um. Oder ich bearbeite meine Glaubenssätze und Gewohnheiten und die Süchte und lasse die Traumata dann eben auflösen. Denn dann, wenn ich da gearbeitet habe, dann kann ich erst da oben ran und da wirklich was tun. Also wer das erlebt hat, dass es sich oft Ziele gesetzt hat, viele Absichten hat, viele Rituale eingeführt hat und es ist nichts geworden, der muss sich dann wahrscheinlich eingestehen, dass er im rechten Bereich nicht wirklich effektiv war. Dass er alte Glaubenssätze übersehen hat. Vielleicht nicht so sehr zweckmäßige Gewohnheiten. Oder eine Sucht noch übersehen hat. Oder eine Sucht ausgetauscht hat. Hat mit dem Rauchen aufgehört, ist aber dann internetsüchtig geworden oder irgendwie. So, wenn ich das jetzt mal durchziehe und mich dann dazu entschließe, die Gewohnheiten abzulegen und solche Sachen, um weiterzukommen, dann muss ich mir wirklich über meine Situation bewusst werden. Ich muss wissen, wo stehe ich. Da muss man ganz, ganz ehrlich mit sich sein. Denn wenn man das vernachlässigt, dann wird man früher oder später eingeholt von dem, was man übersehen hat. Und ich muss bereit sein, aus der Komfortzone herauszugehen, also Entscheidungen zu treffen, die beim ersten Überlegen Angst machen und vielleicht so ein bisschen Unwohlsein verursachen und Mut verlangen. Wenn man aus der Komfortzone raus will, braucht man Mut. Sagen wir mal, um diese Komfortzone herum ist wie so ein Feuerwall und da muss ich durch. Und zwar nicht durchlatschen und durchkriechen, sondern springen. Und dazu brauche ich Anlauf. Also ich muss auch so ein bisschen wissen, um was es geht und ich muss mir ein Bild von meinem Zustand machen, wenn ich geheilt bin.
Also auch wenn es mir noch so schlecht geht, auch wenn der Krebs noch spürbar ist und irgendwelche Metastasen durch die Haut kommen, sich vorstellen, dass man geheilt ist. Das ist am Anfang nicht so ganz einfach, aber gelingt immer mehr. Und dann kann man sich wieder mit dieser Kurve auseinandersetzen und sagen, jawohl, man ist bei der 1 oder bei der 2 und stellt sich schon mal den Punkt 5 vor und hat diese Gesundheitsrücklage, dieses Depot, auch für die Resilienz, für die Fähigkeit, mit Stress und ähnlichen Sachen umzugehen, ist das eine unheimlich gute Rücklage. Und das alles zu begreifen, gehen wir jetzt mal ein bisschen in das Prinzip rein, Prinzip der Ganzheitsmedizin und wie man Heilung anpackt. Und da stelle ich jetzt mal zwei Säulen vor. Links ist das alte Paradigma, wo es um Krankheit geht, die Pathogenese. Da kümmert man sich darum, wie entsteht oder funktioniert Krankheit. Und auf der rechten Seite habe ich die Säule, die geht mit Gesundheit schon los. Also man kümmert sich um Gesundheit und fragt sich natürlich, wie funktioniert denn Gesundheit? Links sehe ich Reparatur. Also das Ziel dieser linken Säule ist die Reparatur, dass jemand wieder in den Job zurückkommt, heil wird, aber nicht im Sinne von Heilung, sondern allenfalls gesund. Er soll halt wieder funktionieren, um es mal so zu sagen. Und auf der rechten Seite steht aber schon Heilung. Heilung heißt aber, ich bin nicht nur gesund, sondern ich bin in meinem ganzen System Körper, Geist, Seele sogar noch weiter geheilt. Brauche auch keine Medikamente und solche Dinge. Das ist Heilung. Auf der linken Seite, da gibt es einen Zustand, der heißt Subhealth. Subhealth heißt, ich bin so knapp unterhalb der Gesundheit. Man kann mir immer noch ein bisschen was verkaufen. Also ich bin ja nicht ganz gesund und man kann mir immer noch ein bisschen was verkaufen mit der Illusion, dass ich dann ganz gesund werde. Davon lebt der Gesundheitsmarkt. Müssen. Spät einkehren. Bei dem Subhealth, da gibt es den Spruch, ein gesunder Mensch ist ein verlorener Kunde. Ja, also wenn jemand wirklich geheilt wird, dann ist er halt da raus aus diesem Markt. Was ich aber auf der rechten Seite noch habe, ist was ganz anderes. Ich habe da die Gesundheit und die Heilung schon drin. Wer kann sich vorstellen, was da unten für ein Begriff stehen muss? Also links haben wir funktionieren, repariert sein, gesund sein und so knapp, wirklich so knapp unter der Gesundheit gehalten werden. Rechts haben wir schon Gesundheit und Heilung drin. Was gehört da unten dann hin? Was ist denn das Ziel der zweiten Säule? Wer traut sich das? Glück, sagt die Katja. Genau. Also wir müssen schon ein bisschen das Big Picture sehen, dieses große Bild und die Gesundheit quasi als Zwischenstation ansehen, damit man dahin kommen. Deshalb sage ich meinen Patienten auch immer nicht so die Gesundheit nur anpeilen, das ist zu kurz gegriffen. Ja, nach richtig in die Zukunft schauen, denn das große Bild anschauen, da steht das Glück. Und die Gesundheit ist quasi so eine Nebenwirkung vom Glück. Wer glücklich ist, der macht sich um seine Gesundheit nicht so wirklich die Gedanken. Deswegen wird eines meiner nächsten Bücher auch heißen, Gesundheit ist Glückssache, weil ich glaube, dass die Gesundheit eben eine Sache des Glücks ist. Das hat mit Lotterie nichts zu tun, das muss man vielleicht auch noch mit einem Fragezeichen versehen, aber Gesundheit ist halt für mich Glücksache. Und wie komme ich dazu? Also durch diese, was, gut, über 40 Jahre als Arzt habe ich schon einiges erfahren, ich habe auch einige tausend Patienten gesehen. Und es gibt eine relativ neue Wissenschaft, die sich mit dem Phänomen beschäftigt, was man als Ganzheitsmediziner schon immer wusste, dass nämlich körpereigene Systeme ganz, ganz eng miteinander zusammenarbeiten. Und diese Wissenschaft heißt Psychoneuroendokrino-Immunologie, PNEI abgekürzt. Und die hat festgestellt, mit immer wieder bewiesen seit 10, 15 Jahren, wenn ich an einer von diesen Bereichen arbeite, bewege ich etwas in den anderen Bereichen mit, ob ich will oder nicht. Das ist, man kann sagen, der Nachteil, dass ich halt den einzelnen Bereich nicht wirklich annehmen kann. Es hat aber auch den ausgesprochenen Vorteil, dass ich verschiedene Zugangspunkte habe und trotzdem sicher sein kann, dass ich alle Systeme mit beeinflusse. Ich sehe das als Vorteil. Und deswegen kann also auch, wenn man die Immunologie im Vordergrund sieht, also wenn man das Immunsystem eines Menschen im Blick hat, wird man automatisch
auf der emotionalen Ebene auch tätig und auf der nervlichen Ebene. Das ist ja das Schöne. Auch das hormonelle System wird automatisch mitbalanciert, wenn ich eins davon anpacke. Hier werden also Körper, Geist und Seele als Einheit gesehen und es werden die Erkenntnisse der Medizin und der Psychologie miteinander verbunden. Also eine ausgesprochen wertvolle Wissenschaft, die den Menschen ganz anders sieht. Und da hat man zum Beispiel auch herausgefunden, dass das, was in der Schulmedizin Evidence-Based Medicine heißt, also evidenzbasierte Medizin, das muss alles beweisbar sein, dass dort nur die Biochemie des Menschen berücksichtigt wird. Da werden nur pharmazeutische Wirkungen, also chemische Wirkungen auf den biochemischen Anteil des Menschen berücksichtigt und so Bereiche wie die Persönlichkeit eines Patienten, die werden ausgeklammert. Also der Patient, um den es wirklich geht mit seiner Persönlichkeit, der ist außen vor, der wird auf seine Biochemie reduziert. Und die Neuroendokrinologie, die sieht das eben anders. Was wir noch nicht haben, das ist eine Statistik, die diesen neuen System in Rechnung trägt. Das ist das, was noch fehlt, aber ich denke, da kommen wir dann auch noch irgendwann dazu. Eine der wesentlichen Sachen, die man lernen muss, wenn man ganzheitlich gesund werden will, das ist Achtsamkeit. Dass ich mich mit dem Moment identifiziere, in dem ich bin, und zwar in einer, ja, Leichtigkeit. Nicht dieses Mindful auf der linken Seite, Achtsamkeit heißt Mindfulness, ja, nicht den Kopf voll haben, sondern mindful durchs Leben gehen, wie so ein Hund, der halt das sieht, was da ist. Und sich nicht so viele Gedanken macht. Und das müssen wir lernen, dass wir nicht ständig in der Vergangenheit leben, nicht ständig in der Zukunft leben und diesen Moment vergessen. Denn letztlich gibt es nicht so wirklich viel Zukunft. Ja, ich mache im Land in Seminaren oder Vorträgen, stelle ich jemanden weg und sage, Zukunft, in 10 Minuten ist Zukunft. Okay, stelle ich einen Wecker auf 10 Minuten und der Vortrag geht halt hin und irgendwann nach 10 Minuten scheppert der Wecker und dann sage ich, und jetzt ist jetzt Zukunft. Und dann sagt er, jetzt ist auch jetzt, weil immer nur jetzt ist. Deswegen können wir uns auch ums Jetzt kümmern. Und für das Webinar heute habe ich mir nicht nur das Jetzt ausgesucht, sondern 4 Bereiche, in denen wir krank werden können. Und wir stellen hier 2 Fragen. Die erste Frage heißt, warum bin ich krank? Also geht es um das Warum, um die Ursachen, die sich dann von außen auf mich da sozusagen stürzen. Umwelt und Lebensstil und Job und Stress nehmen wir mal so als Bereiche. Und die zweite Frage heißt, warum bin ich krank? Also was ist mein persönlicher Anteil an meiner Erkrankung? Warum habe ich mir diese Krankheit ausgesucht? Und diese beiden Fragen wollen wir so ein bisschen mal durchgehen. Also hier bei den Faktoren geht es halt wirklich um Genetik oder Epigenetik. Und wie bin ich denn aufgewachsen? Wer oder was hat mich geprägt? Wie habe ich gelernt, mit Konflikten umzugehen? Bin ich in einer angenehmen, wertschätzenden Umwelt aufgefallen oder in einer unwirtlichen? Was habe ich mit meinem Lebensstil erreicht? Wie ist meine Lebensqualität? Und wie habe ich es mit der Fülle, habe ich das erreicht, was mich sozusagen materiell füllt? Und wie war es mit der Erfüllung der immateriellen Fülle? Das spielt alles eine Rolle. Und das gibt's. Also ich bilde das sozusagen meine Patienten immer aus. Es ist nicht so, dass ich großartig behandle, das schon auch, ich mache auch Behandlungen, aber mir ist der Bereich ab der 3 zur 5 so ein bisschen der liebere. Und da muss man gar nicht mehr therapieren, da hat man kein Symptom wirklich, wo man davon flüchten müsste. Da oben brauche ich einen Attraktor, der mich weiterzieht. Ja, und das ist der Punkt 5. Und das ist aber hier jetzt das Seminar für Einsteiger. Da wissen wir, dass es den Punkt 5 gibt und wir denken auch daran, wie man ihn formuliert, aber er ist noch ein bisschen weg. Das ist dann was für die Fortgeschrittenen und die Experten. Und das ist, was wir heute machen. Es gibt auch noch andere Sachen. Also es gibt die Online-Kurse und es gibt eine Community, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Bücher. Ihr kriegt, habt in der Einladung gelesen, jeder, der teilnimmt an diesem Webinar, bekommt das E-Book, das rechts abgebildete E-Book zum Download geschickt. Das darf dann jeder in der sich runterladen, sobald die Mail nach dem Webinar dann zu Hause eintrifft.
Ich vergleiche diese Heilungsreise gerne mit einem Navi. Deswegen habe ich das auch das Heilungsnavi genannt hier, diese Metapher. Wenn wir auf eine Reise gehen, dann wissen wir in der Regel, wo es hingeht und wir können das Ziel beschreiben. Das sollte bei der Heilung auch so sein. Ich sollte ein Bild davon haben, von dem Zustand, wenn ich geheilt bin. Und dann geben wir das quasi ins Navi ein als Ziel und dann lassen wir das Navi zurückrechnen und fragen uns, wie werde ich dorthin gekommen sein? Und dieses Future 2, Past Future, ja, wie Future Perfect im Englischen. Wie werde ich dorthin gekommen sein? Ich stelle mich also in das Ziel, drehe mich um und schaue nach, ey, wie bin ich denn da hingekommen? Wenn ich diesen Weg schon mal gegangen bin und den sozusagen dann von links nach rechts nochmal gehe, dann weiß ich genau, an welcher Gabelung ich mich wie verhalten muss. Rechts oder links, weil ich den Weg ja schon mal zurückgekommen bin. Und das klingt jetzt so ein bisschen tricky, aber das machen viele Patienten richtig mit Bravour. Ich hab mal wieder jemanden durch die Schuhe reingelassen. Gibt es ein paar, die wollen immer wieder reingelassen werden. Also wie bin ich da hingekommen? Und das ist das Geheimnis der Selbstheilung. Und ich sage, jeder hat die Lizenz zur Selbstheilung. Manche müssen sie aktivieren, manche müssen sie reaktivieren, aber das kann jeder für sich tun. Und für mich gibt es da, für heute zumindest für das Webinar, zwei Säulen, die wir da betrachten müssen. Wir machen auf jeden Fall eine Ist-Analyse und eine Definition des Ziels, wie fühle ich mich, wenn ich geheilt bin. In der linken Säule, da ist dann eher so die Chemie drin, da sind Gifte drin oder die Entgiftung. Das sind Substanzen drin, die ich vielleicht nehme, damit es mir besser geht, Nährstoffe. Da geht es darum, wie ist denn das mit meiner Bewegung? Bewege ich mich richtig, oft genug, tue ich das Richtige? Wie ist mein Medienkonsum? Zeitung, YouTube, X, Facebook, was auch immer. Wie ernähre ich mich? Und wie ist mein Lebensstil? Das ist so der linke Anteil. Und bei dem rechten Anteil, da geht es darum, um mein Umfeld. Wie bin ich eingebunden? Wie belastet mich mein Umfeld? Hat es Veränderungen gegeben? Wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie ist denn überhaupt meine Biografie? Kenne ich meine Biografie wirklich so, dass ich erklären kann, warum ich gerade in dem Zeitpunkt hier bin, wo ich bin? Was ist denn da so alles passiert? Und welche Erfahrungen habe ich in meinem Leben schon machen dürfen? Und dann gibt es den sogenannten Friedensprozess. Das ist ein relativ großer Teil in dem Buch dann auch, im E-Book, der Friedensprozess, mit dem ich mich sozusagen in eine emotionale Heilung bewege. Und mit diesen beiden Säulen habe ich sowohl also die geistige, seelische als auch die körperliche Heilung, betrachte meine soziale Einbindung und ich betrachte sogar die spirituelle Anbindung. Dann habe ich alle Bereiche, die mich sozusagen im Leben ausmachen. Jetzt gehen wir mal direkt rein. Warum bin ich krank? Also es gibt toxische Umgebungen. Das wissen wir, dass es Gifte in der Luft gibt und Wasser. Das sind nicht nur die Chemtrails, sondern das sind auch noch andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Viele neuere Häuser, oder sagen wir in den letzten 30 Jahren gebaute Häuser, sind immer mehr verschimmelt, weil das mit der Dämmung nicht so richtig geklappt hat. Es wurde also einfach falsch gedämmt und falsche Berechnungen da gemacht. Und wir haben sehr viel Staub überall und ich zähle den Lärm auch mit dazu, zu dieser toxischen Umgebung. Dann gibt es einen zweiten Bereich der toxischen Umgebung, das sind die Beziehungen. Und jeder kennt den einen oder anderen Energievampir, glaube ich. In der Familie oder im Beruf oder im Freundeskreis, es kann auch mal der Partner sein oder ein Kollege. Energievampire gibt es überall. Aber warum reite ich so drauf rum auf diesen toxischen Beziehungen? Weil die für 60 bis 70% ursächlich an den chronischen Krankheiten beteiligt sind. Also wenn jemand chronisch krank ist, lohnt es sich immer nachzuschauen, in welchen Beziehungen ist dieser Mensch verhaftet, gefangen, wie auch immer. Also Partnerschaft, Familie, Herkunftsfamilie, eigene Familie natürlich. Freundeskreis, Kollegenkreis,
Das ist ganz wichtig. Und da muss man nachschauen, wo fühlt sich dieser Patient nicht wohl? Wo hat er den Eindruck, dass er ausgesaugt wird? Wo kommen Konflikte hoch? Wo ist er gerne am Ausrasten? Ja, und da kann man auch schon mal chronisch krank werden. Also bei einer Untersuchung eines chronisch Kranken kommt das immer zum Tragen. Ich kann natürlich bei diesen Sachen auch was dagegen tun. Ich kann oben eine Wasseraufbereitung einbauen. Ich kann Häuser sanieren. Ich kann Filter einbauen gegen Lärm. Gut, es gibt auch Lärmschutzmaßnahmen, Verglasung oder Ohrstöpsel. Gibt es auch. Nur bei den toxischen Beziehungen, da muss ich erstmal prüfen. Bin ich in einer solchen Beziehung? Und wenn ja, muss ich mich entscheiden, ob ich bleibe oder nicht. Und bei manchen Beziehungen kann man nur sagen, ihn. Also wenn der Partner Narzisst ist, aus einer narzisstischen Beziehung, kann man nur aussteigen. Ansonsten wird man leiden, ein Leben lang leiden. Dieser schmerzhafte Prozess der Ablösung ist auch nicht so ganz ohne, aber das lange Leiden ist gefährlicher, nachhaltiger und unangenehmer. Daniela hat irgendwie Probleme mit ihrem Internet, ne? Wo man Müll gemacht hat. So, jetzt kann man mal nach, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wie wir belastet sind, toxisch oder emotional, kann ich sagen, ja, kann man machen. Wir haben so einen relativ übersichtlichen Test für sowas, das ist die Haarwurzelanalyse, also keine Haaranalyse, wo wir Haare abschneiden und dann chemisch untersuchen, sondern wir scannen hier die DNA, die genetische Substanz der Haarwurzel. Wir nehmen die Haarwurzeln deshalb her, weil die Haarwurzeln zu den Zellen gehören, die die aktuellste DNA haben. Ne, die teilen sich so alle paar Stunden, also mehrfach in der Woche. Man hat immer eine ganz aktuelle DNA. Deshalb nehmen wir gerne Haarwurzeln. Wir brauchen bei diesem Test genau 4 Stück. Also Haare mit Haarwurzel dran. Und die legen wir hier bei uns in den Scanner. Dann wird das durchgescannt. Die Ergebnisse werden nach Hamburg geschickt an ein Rechenzentrum. Anonymisiert, da gehen nur die Daten raus und den Code, den wir generieren. Und dann bekommen wir vom Rechenzentrum in Hamburg die ausgewerteten Daten zurück und machen aus diesen ausgewerteten Daten 30 Seiten, 35 Seiten Auswertung. Und dann wird das Hormonsystem betrachtet, das Immunsystem, können wir alle lesen, was wir hier drin haben, Verdauungssystem, Herz-Kreislauf, Gefühle, auch die Emotionen natürlich auch. Und ich kann die externen Einflüsse kann ich überblicken hinsichtlich ihrer Schädlichkeit. Also bin ich jetzt der elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt und leide drunter oder macht es mir nicht so viel aus? Habe ich irgendwelche geopathischen Einflüsse, die mich beeinflussen, nämlich die mich schädigen? Oder habe ich irgendwo Pilze, Sporen, Viren, Bakterien oder sowas in der Nähe oder in mir? Und wie schaut es aus mit meiner Belastung durch Umweltgifte? Das kann man durch diese 4 A-Wurzeln sozusagen im Test relativ schnell ermitteln. Und als Ergebnis bekomme ich eine Liste von Lebensmitteln, die Nährstoffe enthalten, die ich gegen diese Probleme brauche. Also man weiß dann genau, welche Nährstoffe ich nehmen muss, um bestimmte Schwächen in meinen Systemen auszubalancieren. Sehr übersichtliche Untersuchung, geht sehr schnell. So der Versand der Haarwurzeln. Und dann für mich selber ist es der Aufwand im Labor begrenzt. Ich muss halt den Scan machen. Die Vorbereitung dauert länger als der Scan, bis das alles richtig eingerichtet ist. Und dann schicken wir es nach Hamburg und je nach Auslastung des Zentrums da in Hamburg kriegt man das innerhalb von einer halben Stunde meistens wieder zurück. Also das geht dann so schnell, sehr schnell, wenn man es gescannt. Ganz interessant. Wer mal was darüber wissen will, kann bei mitabsichtgesund.de da mal danach suchen. Ganz sehr spannende Anliegen. Wir sind immer noch beim Warum bin ich krank und betrachten jetzt mal den Lifestyle, den Lebensstil. Da geht es darum, wie ernähre ich mich. Da werden manche sagen, ja, halt normal. Je nachdem, das ist sehr dehnbar. Ne? Also weiß ich denn überhaupt, was ich esse? Wie ist mein Verhältnis zur Nahrung? Das ist entscheidend. Ist die Nahrung für mich einfach Nahrung, Energiespender? Oder ist die Nahrung für mich emotionaler Ersatz? Wenn zum Beispiel da in der Ernährung so Teile wie Schokolade relativ große Rolle spielen.
Welches Verhältnis habe ich zu meinen Nahrungsmitteln, die ich verkonsumiere? Ganz wichtig, wenn ich da nicht ganz entspannt bin, habe ich meistens dann auch Probleme mit dem Gewicht und oder mit dem Darm, mit den Ausscheidungsorganen, mit der Leber vielleicht. Und ähnlich ist es mit dem Schlaf. Wenn ich zu wenig Schlaf habe, wobei Schlaf heißt zwischen 5 und 8 Stunden. Also es gibt Leute, die brauchen 5 Stunden, es gibt Leute, die brauchen 8. Und es geht nicht so sehr um die Länge des Schlafes, sondern um die Tiefe, um die Qualität des Schlafes. Also einer, der 5 Stunden schläft und qualitativ hochwertigen Schlaf hat, ist besser ausgeruht als einer, der 8, 9 Stunden im Bett liegt und nicht wirklich zur Ruhe kommt. Also das Ruhen ist nicht gleich Erholung und ist nicht gleich Schlaf. Das sind zwei, drei verschiedene Sachen. Brauche ich, also der Mensch braucht schon ein bisschen Schlaf, vielleicht nicht so viel, wie ihm manche gönnen. Aber wenn ich nicht auf den Schlaf achte, habe ich vielleicht am Tag drauf Konzentrationsprobleme, habe vielleicht auch Tagesmüdigkeit und sowas. Und ich nähere mich schneller der Demenz und weiß, dass Demenzkranke auch in der Regel schlechte Schläfer waren oder viele schlechte Schläfer schneller in der Demenz landen. Und Demenzkranke brauchen auch nicht mehr so viel Schlaf. Eine der Probleme der Pflege von Demenzkranken, weil die halt wenig Schlaf brauchen. Und dann haben wir noch den dritten Bereich, Bewegung. Ich muss mich bewegen, ich muss meine Muskeln bewegen, ich muss meine Gelenke bewegen. Der Mensch ist ein Bewegungstier und kein Sitztier. Also wenn wir ein Sitztier wären, dann hätten wir einen ganz anderen Hinterleib oder einen Saugnapf oder irgendwas, um uns da festzuhalten an der Oberfläche. Aber wir sind ein Bewegungstier. Deshalb sollten wir uns regelmäßig bewegen und nicht nur mit dem Auto zur Sporthalle fahren und dann Sport treiben und mit dem Auto wieder zurück, sondern auch zwischendurch halt bewegen, auch tagsüber bewegen. Tagsüber mal ein paar Liegestütze machen und ein paar Kniebeugen, warum denn nicht? Richtig das System am Laufen halten und da fühlt sich dann auch am wohlsten. Und ich kann meine Gelenke einfach damit besser im Schuss halten und mein Gewicht, meine Muskulatur. Und wenn ich meine Muskeln gut im Schuss halte, habe ich gleichzeitig meinen Geist gut trainiert, weil das Gehirn sehr stark in der Leistung davon abhängt, wie ich mich bewege, wie oft ich mich bewege. Deshalb machen wir bei unseren Hochleistungskursen auch immer wieder Bewegungsübungen, Jonglieren und ähnliche Sachen, um sozusagen durch die Bewegung, durch die geistige Auseinandersetzung maximal Konzentration zu erzeugen und maximale Leistungsfähigkeit auch im Bereich Kreativität. Das kann ich kann nur empfehlen, bewegt euch, bewegt euch. Manchmal muss man entgiften. Es gibt Entgiftungsmythen, die sind grausam. Und da leiden viele Menschen, wenn sie es denn auch tun. Und ich habe viele Patienten, die halt aufgrund ihrer Entgiftung wirklich krank geworden sind. Wenn ihr euch entgiften wollt und glaubt, es muss sein, dann geht zu einem Profi. Geht zu jemandem, der eine Praxis hat, der die Verantwortung für das übernehmen kann, was er tut. Und geht nicht zu irgendeinem, der so ein schönes Objekt da irgendwo im Internet vorstellt, ohne dass er beweisen kann, dass das alles wirkt. Also Entgiftung ist eine hochgefährliche Sache, wenn sie von einem gutpfuscherlichen Praxisanleiter gemacht wird. Sucht euch jemanden, der das kann, der mit seinem Namen und seiner Praxis sozusagen das auch, der dafür steht, was er tut. Da stehen so links so ein paar Sachen, Bullrichsalz zum Abführen, Einlauf, so auch zum Reinigen des Darmes. FX-Meyerkur macht auch eine Darmreinigung und führt ab. Und es gibt Leber-Nieren-Tees, Leber-Nieren-Reinigungen unterschiedlichster Art. Manche sind nicht so ganz koscher, würde ich mal sagen. Und man kann sehr viel mit Probiotika einsetzen, also mit Bakterien, die dem Darm gut tun oder die im Darm gebraucht werden, müssen wir es so sagen. Und ich kann natürlich auch CDL, Chlordioxidlösung einsetzen oder DMSO oder kolloidales Silber. Das sollte man dann aber auch ein bisschen dem Profi überlassen, gerade beim CDL. Da kann man tatsächlich Fehler machen. CDL ist in der Hand des richtigen Therapeuten, der weiß, was er tut, ein super Mittel. Wenden wir das auch gerne an bei schwerkranken Menschen. Auch in Covid-Zeiten haben wir das sehr viel eingesetzt und mit gutem Erfolg. Dann gibt es den Bereich der Supplemente. Sollte ich supplementieren? Muss ich irgendwelche Vitamine, Mineralien zuführen oder nicht? Das hängt davon ab, wie
stark man sozusagen im Leben eingebunden ist, wie intensiv das Leben abläuft, wie viel Aufwand ich im Leben habe. Und wenn ich ein sehr stressiges Leben habe, brauche ich schlichtweg mehr Nährstoffe. Wenn ich mit 180 fahre, brauche ich mehr Sprit als mit 120. Ganz normal, da ist nichts falsch dran, dass man da mehr braucht. Wovon brauche ich denn mehr, wenn ich mich sozusagen richtig einsetze? Ich brauche definitiv mehr D3. Das sind 3.000, 4.000 Einheiten, die ich da so brauche. Ich brauche einen guten B-Vitamin-Komplex. Ja, dieses Zebapit-D-Komplett zum Beispiel. Das ist eine super Sache. Ich brauche Magnesium für Herzen, für Muskulatur und für das Immunsystem. Ich brauche Zink für unendlich viele Prozesse. Das sind, ich weiß nicht, 500 oder 600 verschiedene chemische Prozesse, wo das Zink beteiligt ist. Und das Coenzym Q10 oder das NADH, das sind Sachen, die spielen bei unseren Mitochondrien eine Rolle. Ich weiß nicht, ob jeder kennt. Das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Und da gibt es Zellen, die haben davon über 1000, also jede Zelle. Nicht alle Zellen haben so viel, aber die Herzzelle zum Beispiel hat unheimlich viel. Mitochondrien, weil sie halt auch sehr viel ATP und ähnliche Sachen herstellen muss. Wir sind immer noch im Warum bin ich krank? Jetzt auf der emotionalen Ebene, das Bossing und das Mobbing. Bossing ist quasi Mobbing von oben. Das tritt dann auf, wenn ich einen Narzissten als Chef habe, wenn ich klein gehalten werde, wenn ich gemanagt werde, statt geführt werde als Angestellter, wenn ich einen Schwächling als Führer habe, der die Sachen nach unten durchschiebt zum Beispiel, der keine Verantwortung übernehmen kann, der entscheidungsschwach ist. Das macht sich alles bemerkbar und kann sein, dass es bei mir zu Krankheitssymptomen führt, wenn ich damit nicht richtig umgehen kann. Also es sind sehr viele Menschen, ich habe sehr viele Mitarbeiter gesehen, nicht meine Mitarbeiter, sondern sehr viele Arbeitnehmer gesehen, die unter ihrem narzisstischen Chef eingebrochen sind quasi. Da muss man tatsächlich ab und zu mal auch viel Reißleine ziehen. Genauso im Bereich Mobbing. Wenn ich gemobbt werde, habe ich bei den anderen irgendwie Neid ausgelöst. Ich habe die Preise verdorben mit irgendwas. Oder die haben Qualifikationen gesehen und fangen dann schon mal mit Neid an und versuchen dann den Menschen, den sie heimlich höher einstufen, zu schaden. Im Kleinzimmer. Wenn das Betriebsklima sowas zulässt und keiner einschreitet, wenn es Ausgrenzungen gibt und sowas im Unternehmen, wenn Ungerechtigkeiten geduldet werden, dann gibt es nur eins, abhauen. Ganz kompromisslos gehen, einen anderen Job suchen. Manchmal gerät man wirklich unter Stress, akuten Stress. Das ist etwas, was wir in der Regel sehr gut abkönnen. Dafür sind wir auch gemacht. Da, wo wir mehr Probleme haben, ist der permanente Stress. Und das liegt oft daran, dass Menschen glauben, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche, 7 Tage verfügbar sein zu müssen. Das ist ein Irrglaube. Und in der Regel haben die, die sich so aufopfern, ein sehr starkes nicht gut genug Thema für sich selber. Die wollen gut in den Augen der anderen sein. Everybody's darling. Ja, das funktioniert aber nicht. Franz Josef Strauß hat mir gesagt, everybody's darling is everybody's Depp. Damit hat er schon recht gehabt. Also da muss ich schauen, dass ich rauskomme, auch dass Leute keine Pausen machen. Das ist nichts Heroisches, das ist einfach blöd. Ja, ich empfehle immer, machen Sie es wie die Raucher, machen Sie Raucherpausen, auch als Nichtraucher machen Sie halt eine Nichtraucherpause. Sagen Sie Ihrem Chef, wenn ich es brauchen würde, müsste ich jetzt 3 bis 5 Minuten Pause machen, um eine mir reinzuziehen. Ich mache das nicht, aber ich mache es nicht auch. Pausen sind absolut wichtig, um Burnout und Ähnlichem vorzubeugen. Und ich muss was gegen Schlafmangel tun. Schlafmangel hat manchmal technische Ursachen. Wenn einer spät in die Nacht hinein an diesen digitalen Bildschirmen arbeitet, also Handy, iPad, was auch immer, so ein Laptop-Bildschirm, dann kriegt er so viel Blaulicht mit, dass der Körper glaubt, das ist das Morgen, die Morgendämmerung bricht schon herein und versucht gar nicht erst den Schlafmodus einzustellen. Also wichtig ist, dass man bei Bildschirmen diesen Eye-Protect-Modus, oder wie auch immer der heißt, bei Bildschirmen, dass man den einschaltet, dass man das
den Blauanteil rausnimmt und den Gelbanteil reinnimmt. Das ist für die Augen langfristig viel, viel gesünder. Wer einen Horrorfilm braucht abends, der tut mir ein bisschen leid, weil wenn das eigene Leben so unspannend ist, dass man Horrorfilm braucht, sollte man vielleicht die Qualität des eigenen Lebens erstmal anpeilen, sich nicht so anders reinziehen. Und natürlich Koffein und Alkohol, das muss man in Maßen dann zuführen, wenn man es überhaupt zuführt. Das hängt ein bisschen sehr von der Situation ab, aber zwei, drei Tassen Espresso oder Kaffee, das ist dann aber auch gut. Und bei Alkohol würde ich sagen, tagsüber, wenn es geht, da nicht. Und abends nur dann, wenn ich weiß, dass ich anschließend nichts mehr tun muss, dass ich nicht mehr gefordert bin. Die Entscheidung auf Alkohol zu verzichten ist sicherlich auch eine gute Idee. Also 4 Wochen gar nichts. Oder die Zuckerjunkies mal 4 Wochen kein Zucker, weil das genauso ist. So, damit sind wir hier auf jeden Fall schon mal durch und kommen zu einem anderen Bereich. Das ist ein Bild einer Herzratenvariabilität. Das ist eine Untersuchung, die man dazu hernehmen kann, den Stress eines Menschen zu messen. Und die interessanten Balken hier, das ist von rechts der blaue und der rote. Der rote ist das Gaspedal und blau ist das Bremse. Und wir fahren immer so mit beiden in Harmonie durch die Gegend. Und hier sieht man schon im linken Bild, da ist ein großer Unterschied zwischen rot und blau. Die rote Säule ist an der oberen Grenze des grünen Bereichs, das heißt des Normbereichs. Der Stressindex ist also noch nicht pathologisch, obwohl gleich so ein paar später. Aber was deutlich auffällt, ist die fehlende Bremse, das Blaue, der Vagusnerv, das ist die fehlende Bremse. Und wenn ich eine bestimmte Atemtechnik mache und das auch nur zwei Minuten aushalte, dann sieht man, wie sich die angleichen, wie der Rote runterkommt und der Blaue nach oben geht. Und das ist ein ganz toller Effekt, den wir hier auch immer ausnützen, wenn wir Seminare machen. Da bekommen meine Teilnehmer auch die Patienten, bekommen dann wirklich so eine Untersuchung und wir sehen dann sofort, wo ist der Stress? Was muss ich tun, um aus dieser Stressbelastung rauszukommen? Und da haben relativ schnell die Patienten eine Idee, was sie machen könnten, auch wenn das mit der Umsetzung manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber man darf sich das trauen, weil man es ja gesehen hat. Man hat auch gesehen, dass ich mit einer relativ einfachen Atemübung der Patient hier, der hat 2 Minuten eine spezielle Atemtechnik gemacht. Das schaffe, dass die Bremse hochfährt und der Stressindex, das Gaspedal, runter. Und das kann man lernen. Solche Sachen kann man wirklich lernen. Und das ist gesundheitsförderlich. Denn das hat viel mit Selbstheilung zu tun. Ich muss eine Ist-Analyse machen. Ich muss wissen, wo ich stehe. Und da muss ich nachschauen, was belastet mich. Und wenn ihr links oben seht, hier E-Book, dann ist das dort immer richtig gut erklärt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wirklich ein bisschen kurz halten, euch auf das E-Book verweisen, weil das da alles drinsteht. Also ich muss nachschauen, welche Symptome habe ich. Ich gebe denen halt auch Namen. Und dann darf ich die bewerten. Eine Stärke von 0 bis 10 auf meiner eigenen virtuellen Skala lege ich das fest. Heute ist ein 6er Kopfschmerz oder ein 5er Rückenschmerz oder sowas. Und ich mache eine Beurteilungsskala. Ich sage, wie stark ist meine Lebensqualität durch diesen Kopfschmerz eingeschränkt oder der Rücken? Also beim Kopfschmerz zum Beispiel Migräne, wie stark ist meine Lebensqualität durch die Migräne eingeschränkt, die ich jetzt habe? Und es gibt Migränepatienten, die haben eine 6er oder 7er Migräne, wo ein anderer schon einen 10er Kopfschmerz hinschreiben will. Und dann sagen die, ganz gut, da gehe ich noch arbeiten. Also das muss jeder für sich wissen. Deswegen ganz individuell diese Liste machen, was belastet mich und wie stark schränkt mich das, was mich belastet, in meine Lebensqualität ein. Denn da geht es dann darum herauszufinden, wer könnte denn an meiner Situation was verändern? Was muss ich denn tun, damit sich da was verändert? Und ich muss das dann auch mir gegenüber ehrlich darstellen. Und das geht halt dann, wenn ich sage, wie ist meine Lebensqualität eingeschränkt. Denn das wird uns motivieren, nicht der Schmerz oder sowas, sondern die Einschränkung der Lebensqualität. Und das sollte man so ein paar Wochen machen, alle 2, 3 Tage, so eine Abfrage quasi, wie geht es mir heute? Und dann wird man sehen, dass das bestimmten Rhythmen folgt, dass bestimmte Ereignisse da reingehen. Und das
Belastung der Lebensqualität durch den gleichen Schmerz anders sein kann, wenn ich mich anders fühle. Das ist eine ganz interessante Analyse, kann ich nur empfehlen, sich da mal die Zeit zu nehmen und das im E-Buch auch zu machen. Auch das sollte man immer wieder mal tun. Man schreibt sich ein paar Lebensbereiche hin. Also hier habe ich mal 8 gewählt und trägt in diese Säulen ein, wie erfüllt man sich in diesem Bereich fühlt. Also im Bereich Beruf, Job oder Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Freizeit. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Ich habe auch ein System, wo man 24 davon nimmt. Und ich habe eins, wo man 40 Lebensbereiche unterscheidet. Das muss aber nicht sein. Also man kommt mit den 8 auch schon sehr weit. Ihr könnt euch hier mal so heimlich fragen, wie hoch eure Werte da sind und vielleicht spätestens dann in der Aufzeichnung nachschauen, was das für euch bedeutet. Auf der rechten Seite sieht man das Ganze als Rad. Da ist das, was man hier als Erfüllungsgrad, also bei 60 oder 80, eintragen würde, um dann die Linien zu verbinden und ein Profil hier sieht, würde man hier die Speichen dieses Rates hernehmen und die ganze Speiche wären 100% und dazwischen halt 20 bis 60. Und dann würde man auch die Punkte verbinden und das sieht dann zum Beispiel so aus. Und dann würde man schon sehen, dass das ein bisschen eiert. Wenn das das Vorderrad ist unseres Lebensrades, dann eiert das ganz gewaltig. Und im Laufe der Zeit stelle ich fest, wo bin ich auf meiner Heilungsreise, wie nah bin ich meinem Ziel? Und um das festzustellen, muss ich natürlich ein Ziel haben. Das kann ich ja nicht in Entfernung messen. Und diese Zieldarstellung darf ich auch ernst nehmen. Mein Vision Board heißt das, darf ich ernst nehmen. Da kann man nachschauen, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich glücklich bin? Das darf ich alles damit formulieren. Ich darf auch formulieren, was mich glücklich macht. Das heißt, wovon darf es gerne mehr sein? Und was macht mich nicht glücklich? Was ärgert mich? Was macht mich unglücklich? Auch das darf ich aufschreiben und ernst nehmen und abbauen. Und das ist wirklich egal, was man da reinschreibt. Das muss für uns selber persönlich gelten und für den anderen nicht. Das ist auch nichts, was man einem anderen zeigen würde. Das müssen wir selber wissen. Was macht uns glücklich und unglücklich? Und da darf halt auch mal Giovanni Saltenbocker dabei sein, den ich gerne esse. Oder sonst. Das ist eine ganz wichtige Liste. Was macht mich unglücklich und was macht mich glücklich? Also bei dem E-Book, wenn ihr da mal durchschaut, ist an der Stelle verharren, weil das wichtige Aussagen das ganze Leben beinhaltet. Ich darf mich fragen, welche Lebensmittel vertrage ich und welche nicht. Das erkenne ich daran, dass ich so ein bisschen einen Durchhänger habe, dass ich Blähungen habe, dass ich vielleicht ins Koma, ins sprichwörtliche Pasta-Koma, ja, übergehe, wenn ich zu viele Kohlenhydrate mittags esse. Oder ich habe einen komischen Körpergeruch entwickelt, was der Partner dann meistens halt mitbekommt, nimmt man selber gar nicht so sehr. Und das kann auch eine Auswirkung sein, dass ich bestimmte Sachen nicht vertrage. Was mache ich, wenn ich Sachen nicht vertrage? Also esse ich dann Brötchen, wenn ich keinen Weizen vertrage, esse ich die Aioli vom Italiener, wenn ich keine Zwiebeln und keinen Knoblauch vertrage. Dieses mit dem Bierchen, also wenn man ein Chen anhängt, hat man ohnehin ein Problem. Weinchen und Bierchen sprechen immer dafür, dass man das mit der Kontrolle nicht so ernst nimmt. Was ist mit Joghurt, wenn ich Milchprodukte nicht vertrage? Wie schaut es aus mit Kuchen und Torten, wenn ich Teilchen oder Weizen oder Zucker nicht vertrage? Da gibt es nicht so viele Alternativen. Also wenn man das hat, nicht essen. Kategorisch nicht essen. Schaut euch das genau an. Hülkbockler, das hat ja gesagt, was bin ich bereit aufzugeben, das, was mir nicht gut getan hat. Da zum Beispiel sind wir da mittendrin.
Dann gibt es eine schöne Übung, die heißt Mein Umfeld, die ist im Buch auch ausführlich dargestellt, im E-Book, kann ich nur empfehlen. Gibt es in unterschiedlichen Varianten, das ist so die von mir gewählte. Man zeichnet sich in die Mitte eines Blattes und zeichnet dann alle Personen dazu, die einen Einfluss auf unser Leben haben. Das können der Partner sein, das können die Kinder sein, das kann auch mal ein Kollege sein, die beste Freundin, Club, irgendwas. Und dann nachschaut, in welcher Beziehung stehe ich zu denen, das heißt, wie nah sind diese Menschen mir? Und an so einer Nase, ja, kann man dann sehen, wo schaut denn der Mensch hin? Und dann trage ich die eben der Reihe nach ein und zwar dort, wo ich sie für mich gefühlt hinhaben will. Also die Nähe zu mir ist auch die Nähe des Einzeichnens dann, also die Nähe zu meinem Zentrumspunkt. Da trage ich die dann alle ein. Und dann, wenn ich die alle eingetragen habe, dann gebe ich denen Noten. Und die Leute, die mir Gutes tun, die mir energetisch gut tun, wo ich mich nach dem Gespräch gut fühle, vielleicht sogar belebt, bereichert, die bekommen 1, 2, 3 wie in der Schule. Die Menschen, bei denen ich mich nicht wohl fühle nach einer Stunde Gespräch oder einer halben Stunde, wo ich sage, boah, der hat wieder Energie gesaugt, die bekommen 4, 5, 6. Und ich schaue danach, dass ich die 5er und 6er loswerde aus meinem Lebensglück, aus meinem Lebensbereich, und dass ich mich mit denen umgebe, die 1, 2, 3 bekommen haben. Für die wir dann auch hoffentlich 1, 2, 3 sind und nicht 4, 5, 6, weil dann müssten die uns loslassen. Also das ist so eine etwas verklausulierte Familienaufstellung mit einem anderen Hintergrund. Also da, das ist etwas, was ich mit mir selber machen kann und wo ich feststellen kann, wo habe ich noch emotionale Reste, die nicht ausgeglichen sind. Mit wem kann ich mich wo treffen, um das auszumerzen? Oder wen darf ich aus meinem Herzen entlassen, ohne dass ich mit dem zusammenkommen muss? Kommen wir gleich noch dazu. Dann gehe ich in meine Biografie rein und schreibe einfach mal auf in einer Zeitleiste, Zeitskala, wann ist was passiert? Das können biografische Daten sein, also das, wie hat sich meine Familie entwickelt, sind da Kinder dazugekommen, Geschwister in dem Fall, oder waren da Scheidungen oder irgendwelche Sachen, Umzüge, das gehört da alles rein. Aber es gehören auch die OPs zum Beispiel rein, die Unfälle oder Begegnungen mit sehr dramatischen Begegnungen mit anderen Menschen. Auch die Diagnosen, wann habe ich welche Diagnosen bekommen und wie erschreckt war ich, wie lange hat sich das dann hinausgezögert bis zur richtigen Behandlung oder Heilung. Wie war das damals? Dann muss ich reinschreiben, welche Diagnosen ich bekommen habe, die ich vielleicht immer noch nicht ganz verkraftet habe. Welche Dramen sind in meinem Leben passiert? Gibt es so Drama Queens, ja, und Kings, die das alles dann so machen, das ins Gestalten. Und ich muss auch schauen, wo sind denn die glücklichsten Momente in meinem Leben? Wo habe ich Energie bekommen, wo habe ich sie verloren? Und dann stellt man manchmal ganz interessante Sachen fest, nämlich auch Häufungen in der Zeitskala. In diesen Prozessen, diesen Häufungen, diesen dichten Skalen kann ich Namen geben, Überschriften. Und ich empfehle diese Skala des Lebens in 7er-Schritten aufzubauen. Und dann sieht man bestimmte Sachen, wie sie wiederkommen. Man sieht dann Zyklen quasi sofort. Also das ist auch eine schöne Hausaufgabe, das mal zu machen und sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Ist auch gut für den behandelnden Arzt, wenn man ihm sowas mitbringt, gerade wenn es dann OPs und Krankheiten und sowas gibt, wo man sagt, 1998 habe ich das gehabt, 2003 habe ich das gehabt, 2005. Und dann wird dann der gewiefte Hausarzt vielleicht sogar einen roten Faden erkennen. Also das kann ich nur empfehlen, das für sich und für Behandler mal einfach mal anzulegen. Dann muss ich mir Gedanken machen, mit welchen Menschen bin ich umgeben. Es gibt fördernde, es gibt fordernde, hemmende, liebende Feinde. Und ich muss nachschauen, von wem bin ich umgeben. Ich muss die Leute in ihrer Rolle verstehen, wie sie mir gegenüber sind. Und dann kümmere ich mich nur um die rot gekennzeichneten, die hemmenden, die fordernden.
gefallen. Weil mit denen habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, offensichtlich. Dann habe ich eine ganz interessante Zeichnung hier oder Grafik. Das ist das Hochtief. Das sind die schönsten und schlimmsten Momente des Lebens. Ich muss mich fragen, wann war die schlimmste oder was war die schlimmste Kränkung, die ich erfahren habe und vielleicht auch nochmal, wie alt war ich denn da? Das ist in der Regel sehr weit zurück. Dann auch, was war der schlimmste Moment in meinem Leben? Das muss nicht die Kränkung gewesen sein. Und natürlich auf der rechten Seite, was war die schönste Erfahrung, die ich jemals machen durfte? Was war der schönste Moment? Wann war ich mal so richtig im Flow? Wann hatte ich den Eindruck, boah, so ist das Leben und so darf es auch gerne bleiben? Aus der linken Spalte ziehe ich Konsequenzen. Ich muss nämlich nachschauen, mit wem ist denn das verbunden? Und was habe ich diesen Menschen noch nicht verziehen, wenn es mich immer noch triggert? Also da kann ich nur empfehlen, in die Tiefe zu gehen und alles auszugraben, was an Kränkungen irgendwo abgespeichert ist. Durchaus auch aus der Kindheit, wo man mal so richtig niedergemacht worden ist. Ich erfahre immer wieder, dass in Schulen manche Leute vor der versammelten Klassenmannschaft niedergemacht wurden und sich dann entsprechend geschämt haben. Sowas gräbt sich tief ein und das darf man rausholen und darf dann diesen Lehrer sozusagen mit in den Friedensprozess nehmen und dann ihm vergeben. Vorher nachschauen, was habe ich ihm noch nicht vergeben. Und vielleicht auch, was habe ich mir noch nicht vergeben in diesem Zusammenhang. Da dürfen wir gerne auch mal an die eigene Nase fassen. Dann kommen wir zu dem, was ich schon mehrfach angesprochen habe, zum Friedensprozess. Im Friedensprozess landen alle Menschen, mit denen ich noch ein Hühnchen zu rupfen habe, mit denen ich noch energetisch unausgeglichen verbunden bin, wo Spannung ist, wo ich das gerne loshaben möchte. Also ich habe zwei Spalten. Das eine ist die Opferspalte. Da fühle ich mich von einem anderen zum Opfer gemacht. Also mir ist da was passiert und ich muss mich fragen, was habe ich denn diesen Menschen noch nicht verziehen? Und auf der rechten Seite, da bin ich Täter. Was habe ich mir noch nicht verziehen? Und links frage ich mich, wer hat mir was angetan? Rechts frage ich mich, wem habe ich was angetan? Also in ganz andere Richtung. Und es gibt Menschen, die schauen in beiden Richtungen da mal kurz vorbei. Also die stehen links und rechts, weil ich mich vielleicht für irgendwas gerecht habe. Dann sind die auf beiden Seiten vertreten. Wir machen gleich noch ein Beispiel. Wenn ich von jemandem verletzt worden bin und als Kind dem zum Beispiel einen Streich gespielt habe, dann ist das aus der Erwachsenensicht vielleicht manchmal mit einem Lächeln verbunden, aber es kann sein, dass ich mir immer noch Vorwürfe mache und dieses erwachsene Lächeln nicht drüber hinwegtäuschen kann, dass ich mich als Kind immer noch schäme. Und diese Sachen muss man herausfinden, weil das sind Schattenthemen, heißen die. Das sind ungeklärte Themen in der Seele, die uns langfristig gesehen unglücklich machen und krank. Das sind wichtige Prozesse, dass ich aus den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens die Leute hervorkrame, denen ich noch was zu vergeben habe oder die mir noch was zu vergeben haben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Jetzt habe ich hier mal ein Beispiel. Also wenn ich Opfer bin, dann kann ich zum Beispiel eine Affirmation habe, ich vergebe Elvira von ganzem Herzen, dass sie mich betrogen hat und entlasse sie in aller Liebe als Täterin aus meinem Leben. Ich gebe sie frei für den Weg ihrer eigenen Bestimmung. Das ist die Auflösungsformel, wie ich sie in den letzten, glaube ich, 10, 15 Jahren entwickelt habe und verfeinert habe. Aber das ist so der Stand. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mal Täter bin und dann bitte ich Elvira von ganzem Herzen um Vergebung, weil ich sie vielleicht betrogen habe. Und dann kommt dieses Ho'oponopono, wer das kennt, vielleicht noch mit rein. Es tut mir leid. Ich vergebe ihr und ich vergebe mir,
Und ich entlasse sie in aller Liebe aus meinem Leben und gebe auch sie frei für den Weg ihrer eigenen Bestimmung. Also das ist dann diese Auflösungsformel, die ich anpasse, ob ich Opfer bin oder ob ich Täter bin. Und danach entscheide ich dann die Formulierung. Auch das ist im E-Book wunderbar erklärt. Wir testen immer auf alte Schuld. Alte Schuld heißt, es ist eine Schuld, die im kosmischen Bereich schwebt und jeden in irgendeiner Form trifft, aber keiner kann sie wirklich gebrauchen, weil sie auch für keinen richtig gemacht ist. Wir sind halt so erzogen, dass wir immer schuld sind. Für irgendwas sind wir immer schuld. Wir dürfen das aber auch loslassen. Und das hier könnt ihr gerne auch ein Foto machen, Screenshot oder was auch immer. Das ist die wichtigste Formel bei alter Schuld. Die heißt, ich vergebe mir von ganzem Herzen, weil ich damals nicht anders konnte, es nicht besser wusste oder nicht anders wollte. Also ich habe alle drei Aspekte hier mit drin. Und der letzte Satz heißt, ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie. Und mit diesem Satz kann ich mich von aller galaktischer, ich weiß gesagt, universaler Schuld befreien. Ich mache einfach nicht mehr mit. Das ist das Entscheidendste. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, was mir passiert ist und mich vielleicht die Person nicht ganz nicht erinnere, wer das denn genau war, dann kann ich so eine Art Grundreinigung machen. Und die heißt dann so, ich vergebe allen Menschen von ganzem Herzen, die mich jemals verletzt, verraten, verlassen, ausgeschlossen, übersehen, hintergangen oder gedemütigt haben. Allen voran mir selbst. Wir sind nämlich oft der größte Energievampir selbst. Und diese Affirmation geht dann weiter, ich entlasse sie in aller Liebe in ihre Rolle als Täter aus meinem Leben. Also ich schließe das ab, was damals passiert ist, und gehe in eine glückliche Zukunft. Warum muss ich das Vergeben tun? Weil wir nicht vergeben, um mit anderen Menschen im Frieden zu sein, sondern weil wir im Frieden leben. Es gibt so einen Spruch zum Vergeben, das heißt, wer nicht vergibt, handelt so, als würde er das Rattengift trinken und glauben, der andere stirbt. Also Vergeben ist toxisch, wenn man es nicht tut. Immer dran denken, vergeben. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Praxis. Es gibt ein paar Atemübungen, die sind einfach toll, wenn man die tagsüber mit einbaut. Ist nicht nur, dass der Stress runtergeht, wie wir vorhin gesehen haben bei der Herzratenvariabilität, sondern diese Übung hier, die ich euch jetzt zeige, die ist zum Beispiel gegen das Gerümpel im Kopf. Die können wir gerne mal gemeinsam machen. Diese Übung schaut so aus, dass wir fünf Sekunden lang einatmen, 5 Sekunden die Luft anhalten, 5 Sekunden ausatmen und wieder 5 Sekunden unten die Luft anhalten, also nicht einatmen. Das geht dann los mit ein und dann bleibt oben. Macht man halt nicht zu, sondern man bleibt in der Sogstellung. 5 Sekunden lang macht man. Und die fünf vielleicht wieder aufsteigende durch die Nase einatmen. Und das können wir gerne mal gemeinsam machen. Ich zähle mit den, müssen wir schauen, wo die Kamera ist. Ich zähle mit meinen Fingern. Ja, bis fünf, das geht dann auch relativ einfach. Und jetzt bitte jeder, wer mitmachen will, herzlich eingeladen. Tief ein- und ausatmen, erstmal so als Vorbereitung drauf. Und wer mag, macht jetzt einfach mit. Also einatmen. Halten. Aus. Halten. Ein. Halten. Aus. Halten. Und wieder ein. Ja, und so geht das 2, 3 Minuten lang. Gegen das Gerümpel im Kopf, wenn man mal unkonzentriert ist, wenn man sagt, alles Mist, so eine Übung bringt einen wieder runter.
Wir zählen dann nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern wir zählen 21, 22, 23. Nur damit wir ungefähr so einen Sekundenrhythmus haben. Wenn einer wirklich so ein Hektiker ist, der zählt eben 121, 122. Also Sekundentakt, oder wer nicht zählen will, legt sich einen Sekundenzähler, eine Uhr mit Sekundenzeiger, einfach vor sich hin. Das ist die Fünferbox gegen das Gerümpel im Kopf. Und jetzt machen wir noch einen Test, um mal ranzukommen an die Emotionalen. Das ist, betrifft dann, also man sagt immer, die Frauen mehr als die Männer, aber in meinen Seminaren und bei den Kursen, auch bei den öffentlichen Vorträgen, wenn ich das mache, sehe ich immer ganz viele Männer, die auch beteiligt sind. Also ich lade alle ein, Männer oder Weiblein, diesen Test mitzumachen. Und dort, wo hier Mama steht, würde ich das jetzt laut vorlesen, bitte den Begriff verwenden, den ihr als für eure Mutter genommen habt. Also Mama, Mamutsch, Mutti, was, Mami, was auch immer ihr gesagt habt, dort wo Mama steht, bitte diesen Begriff einsetzen. Ich werde Mutti sagen, weil ich mit Mutti aufgewachsen bin, da in Oberfranken. Jetzt dürft ihr mir alle gerne mal nachsprechen und dann sofort nachschauen, was macht das mit euch, wenn ihr das nachgesprochen habt. Und der Satz heißt, ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf, weil das Mutti nicht recht wäre. Und dann dürfte man nachschauen, was kommt denn da hoch? Ist da eine Traurigkeit, ist da eine Wut, eine Angst, eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht, Abscheu, irgend sowas? Merkt euch das bitte mal. Denn wir gehen jetzt in die Auflösung. Und die Auflösung, auch hier gilt, da wo Mama steht, nimmt den Begriff, den ihr genommen habt. Also Mamutsch, Matschka, was auch immer. Und ich lade euch ein, auch das mit Inbrunst mal mitzumachen. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Hierzu wird der wunde Punkt massiert, und der wunde Punkt, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Hier ist der wunde Punkt, also auf der linken Brust, auf der linken Oberkörper, hier so unterhalb vom Schlüsselbein, da ist der wunde Punkt, und der wird massiert. Und dann geht es auch schon los. Sprecht mir einfach bitte nach. Auch wenn ich Angst habe, dass ich mich niemals lieben werde, weil ich mich gar nicht lieben darf, weil das nämlich Mutti nicht recht wäre, liebe und achte ich mich dennoch genauso, wie ich bin, und ich entscheide mich dafür, dieses Programm ein für alle Mal zu beenden. Ich liebe und achte mich genauso, wie ich bin, und mir ist es völlig egal, ob das einem anderen Menschen recht ist oder nicht, selbst wenn es sich dabei um Mutti handelt. Ich liebe und achte mich genauso, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Macken und mit all den vielen wunderbaren Eigenschaften, die mich ausmachen. Liebe und achte mich einfach genauso, wie ich bin. Punkt. Und ich vergebe mir von ganzem Herzen, dass ich das nicht schon längst getan habe. Mal tief ein- und ausatmen. Jetzt dürft ihr gerne noch einen Spruch hinterher setzen. Ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie. Jetzt testen wir mal, ob es gewirkt hat. Wir nehmen den Testsatz von vorne und nochmal und sagen bitte nochmal, ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf, weil das Mutti nicht recht wäre. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist das genauso wie vorhin? Ist es leichter? Ist es schwerer? Was hat sich an unserer Emotion verändert, wenn wir diesen Satz jetzt sagen? Ich denke, da dürfte bei einigen so ein bisschen was passiert sein, sodass ihr auch ein bisschen eine Vorstellung habt, wie das abläuft, wenn man mit diesen Sachen arbeitet. Und das mit dem wunden Punkt ist wichtig, weil der wunde Punkt dafür sorgt, dass die beiden Hirnhälften miteinander verbunden sind und Herz und Kopf.
Und dann kann das, was wir sagen, viel leichter ins Unterbewusstsein reingehen, als wenn wir es nicht reden, weil dann der Verstand da reingrätscht und das nicht zulässt. So, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann weiß ich, wie nah ich meinem Ziel bin. Und dann habe ich mich wahrscheinlich meinem Ziel auch schon ein bisschen angenähert. Wenn ich diese beiden Säulen durch bin, also die linke mit der Chemie quasi und die rechte mit meinem Umfeld, meiner Beziehung und alles, dann bin ich auf dem Weg der Selbstheilung. Das ist vielleicht jetzt nicht von Mittwoch bis Freitag gemacht. Es sei denn, da liegen ein paar Wochen dazwischen. Aber ansonsten dauert es ein paar Monate, bis man so weit ist, dass man sagt, ey, pass auf, ich habe alles hinter mir, ich bin jetzt wirklich geheilt. Je nachdem, was es für eine Krankheit ist oder welche Unbestlichkeit, das kann halt auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, je nachdem, was uns auch biografisch passiert ist. Wie komplex die Traumata sind, die dahinter stehen. Das weiß, kann man am Anfang nicht immer so gleich abschätzen, ob das jetzt ein halbes Jahr ist, ein Vierteljahr oder ein Jahr. Aber es sind Prozesse, die halt nicht von heute auf morgen gehen, was okay ist. Eine chronische Krankheit ist in der Regel nicht sofort weg, dauert ein paar Wochen, aber ich habe so viele Patienten begleiten dürfen aus chronischen Krankheiten, dass ich einfach die Zuversicht entwickelt habe, dass es geht und dass die Zahl, wo es nicht geht, tatsächlich die Ausnahme sind und nicht umgekehrt. Und dazu trägt bei, wie die Patienten für sich selber mit sich arbeiten. Dass jeder erkennt, dass die Lizenz zur Selbstheilung was ein Eigentum ist und dass das nicht ein Therapeut übernehmen kann. Ja, ich muss die Selbstheilung selber organisieren. Ich kann mir Tipps holen natürlich, wie ich das mache. Aber ich muss den Prozess selber gehen. Diesen Sprung aus der Komfortzone kann mir keiner abnehmen. Da muss ich bereit sein. Ich kann natürlich, wenn ich einen Mentor habe, der mich an der Hand nimmt, dann kriege ich dann diese Geschwindigkeit leichter. Der wird nicht mitspringen. Der wird mir nur sagen, wann vielleicht und wohin. Aber springen muss ich dann schon selber. Und deshalb gibt es die Unterstützung für Fortgeschrittene und Experten auch mit Begleitung. Da biete ich mich gerne an, weil das die wenigsten alles selber machen können. Gibt ein paar, die können das. Ich habe auch einen Online-Kurs dafür gemacht. Das ist Videos und schriftliche Sachen zur Ausarbeitung. Da sind viele dran, machen das dann selber und brauchen ganz selten meine Unterstützung. Ab und zu mal zum Coaching-Teil. Aber ansonsten gestalten wir das alle gleich. Und da gibt es in meinem Bereich gibt es halt Angebote, das mal in der Praxis zu machen, also als Therapie und Medical Coaching oder in Form von Seminaren oder Online-Kursen. Und jetzt ganz neu, das startet morgen, das ist die Community. Also das ist eine Gemeinschaft, eine digitale Gemeinschaft, eine virtuelle Gemeinschaft. Wir treffen uns einmal die Woche digital per Zoom in einem großen Sprechzimmer, wenn man so will. Und jeder darf seine Fragen stellen. Er darf die Fragen vorher in der Facebook-Gruppe mit reinbringen. Und auch so während des Meetings darf man natürlich auch Fragen stellen. Ich beantworte die. Ob das jetzt Gesundheitsfragen sind oder zu Vitaminen oder zu irgendwelchen therapeutischen Konsequenzen und Lebensstil, diese Fragen bin ich dann gerne bereit zu beantworten. Und das ist die Community. Da gibt es einen Monatsbeitrag. Da haben wir donnerstags um 7 immer die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten. Da wird ein bisschen was drinstehen, auch in der Mail, die anschließend an diese Sitzung kommt, wo die Links drin sind für das E-Book und für den Online-Kurs und die Sachen, die man sich vielleicht anschauen möchte. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, die mir immer wieder gestellt werden. Was kostet das? Das hängt davon ab, wirklich, was jemand so mitgemacht hat und worin meine Leistung dann auch besteht. Also ich habe ein 1:1 Mentoring, wo ich Leute wirklich über Wochen und Monate begleite, weil sie halt schwer krank geworden sind und vielleicht unter Volllast als Unternehmer gesund werden müssen. Oder ein Coaching 1:1, vielleicht zum Online-Kurs dazu. Das ist ein deutlich anders. Also der Online-Kurs kostet zurzeit 400 € oder 500 €. Gibt es immer so Phasen, wo der mal günstiger ist. Kann sein, dass der gerade sogar wieder günstiger ist. Und dann habe ich den Online-Kurs, wie gesagt, das ist der hier. Und dann gibt es das WIP-Mentoring. Das ist etwas, das wirklich lange dauert, das aber wahrscheinlich keiner der Teilnehmer hier wirklich braucht.
Das ist, wenn jemand sehr schwer getroffen ist und seine Identität quasi ändern muss, um aus dem Patienten rauszukommen und wieder ein glücklicher Mensch zu werden. Das ist etwas, was wirklich schon mal ein Jahr dauert. Die anderen natürlich entsprechend nicht so sehr. Und so eine Sitzung, wer das mal ausprobieren möchte. Also was ich anbiete, das ist ja, dass wir uns mal mit so einem unverbindlichen Gespräch erst zusammensetzen. Dass wir in der Community das machen oder dass jemand sich mal bei mir meldet und es kommt zum Schluss noch das Angebot, dass man das ein unentgeltliches Orientierungsgespräch mal führen. Und da kann ich auch jedem sagen, wo dann die Preise liegen würden, wenn wir zusammen kämen. Ich mache die Sachen alle hier selber, also jeder bekommt eine persönliche, individuelle Strategie. Ich habe keine Sachen von der Stange, sondern das ist alles maßgeschneidert, was ich mache. Und man braucht keine besondere Ausstattung. Also man muss vielleicht Zoom-fähig sein oder halt nach Oberpreis in meine Praxis kommen können. Mehr braucht man da nicht. Und was unterscheidet meins von anderen? Ja, das sind die beiden Sachen, die ich selber entwickelt habe. Das ist die Hularmedizin und dieses Magic Medical Coaching. Das sind so meine Rennpferde, mit denen ich antrete. Und das Heilungsnavi ist quasi der Masterplan, den ich anbiete, den jemand übernehmen kann, der sich dafür interessiert, der gesund und geheilt werden will. Und Hularmedizin und Magic Medical Coaching sind die Sachen, die ich einsetzen kann, um diesen Patienten dann auch zu helfen. Und wenn jemand bei Robert Betz war oder bei Joe Dispenza, dann ist dann super. Das ist klasse, weil ich auch mit diesen Methoden arbeite. Also da kommen diese Menschen, kommen dann vorgewärmt sozusagen zu mir. Das ist immer ein Erlebnis, weil dann kann man schon mal auf etwas aufbauen. Und bekomme ich einen persönlichen Ansprechpartner, da bleibt gar nichts anderes übrig, das bin ich selber. Also man kann es gar nicht vermeiden, den persönlichen Ansprechpartner. Muss man so rumzusehen. Und was muss ich als Patient mitbringen? Also man sollte bereit sein und offen für Neues, weil ich halt eine andere Medizin mache, schlichtweg. Also dem Patienten sollte es wichtig sein, dass er Resultate erzielt, dass er nicht irgendwo eine Therapie bekommt, sondern dass es um Resultate geht, um Ergebnisse, also um die 3, 4, 5 da oben. Ja, dass man das, was ich empfehle, auch umsetzt, Schritt für Schritt. Ich frage dann schon immer, wenn ich Ihnen das und das vorschlagen würde, würden Sie das machen? Und wenn der Satz kommt drauf an, dann müssen wir nochmal in die Fragerunde gehen, bis mit der Compliance dann ist. Also man braucht ein bisschen Zeit. Am Anfang steht da 5 Stunden pro Woche, das ist vielleicht sogar ein bisschen viel. Aber wenn man was Neues geht und sich hinsetzt und diesen Friedensprozess zum Beispiel macht oder diese grafische Darstellung vom Umfeld, das ist halt mal ein bisschen Zeit. Das wird immer weniger, ganz klar. Aber am Anfang muss ich was Neues tun, es regelmäßig tun und natürlich auch wollen. Und man muss dann wirklich diese Zeit und den Aufwand investieren. Man muss das sehen, dass man das in sein Gesundheitskonto oder warum man das nennt, investiert. Und man sollte vor Sachen wie im Handy oder am Telefon oder so einem Laptop oder sowas keine Angst haben. Mehr braucht man wirklich nicht. Das ist das, wie ich arbeite und das verkraften die meisten Leute sehr gut. Die Mittel, mit denen ich arbeite, das ist im Wesentlichen das Herz, also eine Herzverbindung, weil da haben wir Verbindung zu Körper, Geist, Seele und zur Anbindung nach oben. Hier geht es darum, dass wir das Herz und Hirn Hand in Hand gehen, wenn die das könnten, ja, dass die gemeinsam arbeiten und dass wir dieses Navi als Metapher beibehalten, dass wir sagen, wir kümmern uns ums Ziel und nicht um den Weg. Der Weg ist das, was wir natürlich beschreiten müssen, aber der Weg ist nicht das Ziel. Hier geht es wirklich darum, um die Heilung und nicht darum, dass der Weg dahin Spaß macht. Geht darum, dass ich mich von bestimmten Sachen verabschiede, von bestimmten Krankheiten und Symptomen, von denen ich ja vielleicht sogar profitiert habe. Aber ich muss die aufgeben, ich muss die Identität als Patient aufgeben und die Identität des glücklichen Menschen annehmen. Dann wird das was, dann funktioniert das auch. Und zu diesem Orientierungsgespräch, das kostet nichts, dauert so eine Viertelstunde. Da lade ich ein und da gebe ich euch mal einen Link direkt in den Chat. Da kann man draufklicken,
Es sind jetzt sogar, also unter der Woche und sogar am Wochenende sind ein paar Slots frei. Insgesamt habe ich 20 Termine freigehalten, wenn sich jemand interessiert, ob das, was ich anbieten kann, für ihn oder sie richtig ist, wenn man das machen. Das steht auch nochmal in der E-Mail, die im Anschluss an dieses Webinar dann kommt, wenn die Aufzeichnung fertig ist, verschicke ich das alles nochmal rum. Also das ist ein Gespräch mit mir, das manchen schon einiges an Geld gespart hat, weil wir dann nämlich innerhalb kurzer Zeit herausfinden, wo man wirklich suchen muss nach den Ursachen der Krankheit. Warum bin ich krank? Warum bin ich immer noch krank? Das sind zwei ganz verschiedene Sachen auch. Und die muss ich halt herausfinden. Das wird man in diesem Erstgespräch nicht alles machen können. Aber man hat einen Eindruck, wo es lang gehen wird. Und deswegen, man kann das hier mit dem QR-Code machen oder mit dem Link, den ich da im Chat drin habe, oder einfach warten, bis die E-Mail kommt. Da kann jeder die Entscheidung treffen, ob er das machen möchte oder nicht. Ich biete das jedenfalls an und mache das jetzt 30 Jahre, schon einige tausend Patienten begleiten dürfen und werde auch noch ein paar Jahre sicherlich Freude daran haben, das fortzusetzen. Und wer sich damit einklingt, herzlich gerne. Und damit möchte ich dieses Webinar, zumindest den offiziellen Anteil dieser Präsentation, schließen und gebe gerne jetzt mal den Bildschirm wieder frei für eine Fragerunde, wenn jemand noch Fragen hat.